In den letzten Jahren sind vor allem zwei neue Themen bei uns aufgekommen. Erstmal Kindeswohlgefährdung. Was gleichzeitig für uns ein sehr großes Thema ist, ist die Einbeziehung und auch die Partizipation von jungen Menschen mit Fluchthintergrund. Also beispielsweise im Bereich der interkulturellen Öffnung arbeiten wir ja mit den Kleingärtnern zusammen und gerade und da. Ein zweiter großer Block sind die sozialen Medien und vor allem die neue Technik, die damit und das Augenblick aber einfach. Umweltverband ist natürlich eins der Themen, die uns am meisten bewegen, auch die Nachhaltigkeit. Das heißt, wir möchten gerne in unserem Verband junge Menschen. Also alle extrem. Unsere Aufgabe als Jugendverbände in Niedersachsen ist, gute Jugendarbeit zu machen, und dafür brauchen wir Geld. Das ist die Aufgabe der Politiker, und deswegen veranstalten wir eine Demo am 13. September ab 12.30 Uhr auf dem Vorplatz vom Landtag in Niedersachsen, also in Hannover, um eben mit Mitmachaktionen, Informationen die Politiker davon zu überzeugen, dass die Teilnehmerbeiträge erhöht werden müssen.